Erzähl uns doch bitte etwas darüber, wie die anthroposophische Medizin, die kosmischen Einflüsse auf den Menschen betrachtet. Ja, die Gesundheit des Menschen ist abhängig von seiner Umgebung, aber auch von demjenigen, was an Rhythmen von Sonne und anderen Planeten sich um ihn herum ereignet. So kennen wir zunächst einmal die Einflüsse einer natürlichen Umgebung auf die Gesundheit. Wir wissen, dass auch Kinder, aber auch ältere Menschen in ihrer Gesundheit gefördert werden, wenn sie in Natur leben können, wenn also natürliche Einflüsse von ihnen erfahren werden können. Wir kennen aber auch viele Rhythmen im Menschen, die mit der Gesundheit zusammenhängen. Und es ist ein besonderer Schwerpunkt, gerade in der anthroposophischen Medizin, auf diese rhythmischen Systeme im Menschen zu schauen und sie in ihrer Beziehung zur Welt zu sehen. So haben wir sogenannte zirkadiane Rhythmen, Rhythmen, die tagessynchron verlaufen, wo das Licht der Sonne das rhythmische System koordiniert. Und es ist eine besondere Entdeckung Steiners schon 1917 gewesen, dass das rhythmische System beschrieben worden ist, auch in seiner Relevanz für die Gesundheitskräfte des Menschen. Heute kennen wir viele rhythmische Strukturen im Menschen, viele Clock Genes. Alles im Menschen ist auf Rhythmen gebaut. Und damals war das nicht bekannt, aber das rhythmische System konnte damals erstmals beschrieben werden. Und wir wissen, dass gerade Sonnenrhythmen geeignet sind, die innere Uhr, unser rhythmisches System zu koordinieren und dass wir abhängig sind von Sonnenrhythmen. Wir kennen Sonnenrhythmen innerhalb vieler physiologischer Prozesse, nicht nur des Wachens und Schlafens, sondern vieler anderer biologischer Rhythmen, die wir in dem Organismus finden. Aber es gibt auch andere Rhythmen im Menschen, die nicht nur sonnensynchron sind, sondern viel verborgener, welche die mit dem Mond zusammenhängen. So haben wir beispielsweise in der Natur viele Rhythmen, die mit Mondphasen koordiniert sind. Bei Menschen sind es viel verborgenere Rhythmen, beispielsweise derjenige, der mit der Orangeempfindlichkeit der Netzhaut einhergeht. Also zusammengefasst, das rhythmische System hängt mit der Gesundheit zusammen und das rhythmische System ist nicht nur für sich bestehend, sondern koordiniert mit dem Umkreis, der durch seine rhythmischen Strukturen gesundend auf den Menschen wirken kann. Wie betrachtet denn die biodynamische Landwirtschaft den Zusammenhang von Kosmos und unserer Erde? Erstens schauen wir konsequent geozentrisch von der Erde in den Himmel. Da muss man sich umgewöhnen, weil wir ja normalerweise heute schulmäßig heliozentrisch schauen. Wieso schauen wir geozentrisch? Das ist, weil es nicht um den Menschen geht, sondern um die Pflanzen. Unsere Frage ist eigentlich, was erlebt die Pflanze, die von der Erde wächst, in den Himmel sozusagen? Was erlebt sie mit diesem Himmel? Und da hat sie das Tagerlebnis mit der Sonne und dann hat sie das Nachterlebnis mit den Sternen. Also unsere Frage ist eigentlich, was erlebt die Pflanze? Und das ist unsere Frage an den Kosmos. Und da sind wir der Meinung und der Erfahrung eigentlich in der Weise auf der Spur, dass wir sagen, sie erlebt das sehr viel und sehr Feines. Und es ist einfach vernünftig, wenn man einen guten Pflanzenbau betreiben will, sich in diese Pflanze hineinzuversetzen und zu sagen, aha, es ist der Saturn da, was heißt das für die Pflanze? Aha, der Mond ist jetzt zunehmend, was heißt das für die Pflanze?